Ja, ich freue mich, dass wir uns wieder treffen können zu einem Sabbatschulgespräch. Das Thema ist sehr spannend. Wir sind ja immer noch im Hebräerbrief und haben diesmal das Kapitel 9 vor uns, Jesus, das vollkommene Opfer. Und ich stelle meine Runde hier kurz vor. Ich beginne hier mit der Esther, hier ist der Christian, die Agnessa, der Raphael und ich selber bin die Yvonne. Und wir wollen mit einem Gebet beginnen. Unser treuer Heiland, unser Hohepriester, unser Erlöser, unser Opfer. Heiland, wir wollen dir Danke sagen, ganz besonders Danke sagen, dass du all das für uns bist und noch so viel mehr. Heiland, wenn wir jetzt hineintauchen in das 9. Kapitel des Hebräerbriefs, dann möchte ich dich ganz besonders bitten, dass du unsere Gedanken, unsere Worte nicht nur lenkst, sondern wirklich bestimmst, dass du im Zentrum unseres Gesprächs jetzt bist. Und ich danke dir dafür. Amen. Ja. Vor ungefähr 10 Jahren, da war hier eine Schülerin, sie war damals 14 Jahre alt, denke ich. Und im Rahmen einer Bibelstunde hat sie mir mal diese Frage gestellt, die ich jetzt an euch weitergeben möchte. Sie hat gefragt, wie kann es sein, dass der Tod Jesu die Sünden aller Menschen bezahlt? Wie kann es sein, dass ein Tod so viel wert ist, unter Anführungszeichen. Ist es nicht so, ein Leben für ein Leben, das geht, ich kann für jemand anderen sterben, aber dann ist ein Leben bezahlt. Wie kann Jesu Tod für alle Menschen leben, die jemals gelebt haben und leben werden, gelten? So frage ich euch, wie würdet ihr das erklären? Vielleicht finden wir auch eine Illustration aus dem Alltag, wie man das veranschaulichen kann. Wie würdet ihr das einem 14-jährigen Mädchen erklären? Es ist der Tod Gottes. Es ist der Tod des Schöpfers aller dieser Menschen. Vielleicht etwas bedeutsamer als ein anderer Tod. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, man müsste überhaupt anfangen, warum braucht es denn überhaupt einen Tod? Weil das ist sicherlich auch eine Frage. Ich meine, nur weil jemand was Falsches gemacht hat, warum muss dafür jemand an diese Stelle sterben? Und ich glaube, das müsste man zuerst klären. Wenn man das geklärt hat, dann wird ersichtlich, dass Sünde ja so gravierend ist und dadurch auch tatsächlich laut dem Gesetz jemand sterben muss. Und dann ist auch der Unterschied, ein Mensch, der für einen anderen Menschen stirbt, das ist ein Mensch, so wie du gesagt hast, der Mensch stirbt für diesen Menschen. Aber bei uns ist es hier Gott, der für den Menschen stirbt. Ich würde Gottes Leben anders werten als ein Menschenleben. Und vor allen Dingen, Gott ist jemand, der fehlerfrei ist. Er hat nie Fehler gemacht und er wird auch keine Fehler begehen. Und egal wie die Menschen sich bemühen, auch ein Henoch, auch ein Mose, die haben Fehler gemacht. Ja, sie sind jetzt im Himmel, aber sie sind nur deswegen im Himmel, weil Jesus sein Opfertod auch für sie gereicht hat. Es ist, keiner ist sündenfrei, keiner ist fehlerfrei. Und deswegen würde es niemals ausreichen. Und Jesus ist das. Das ist der Einzige, der das Gesetz Gottes zur Gänze erfüllt hat. Genau, das würde ich auch ähnlich formulieren mit anderen Worten vielleicht. Jemand, der gar nicht hätte sterben müssen, ist gestorben. Und weil er das getan hat, kann er eben auch die Sünden vieler auf sich nehmen, weil er eben sündlos gestorben ist. Ja. Ja, das ist vielleicht auch nach einem Alltagsbeispiel gefragt. Mir ist gerade jetzt eingefallen, dass das vielleicht so ähnlich wie jemand, der im Gefängnis ist. Es kann nicht jemand anders, der auch schon im Gefängnis ist, der ist ja genauso schuldig, der kann ja nicht irgendwie für ihn einstehen, kann jetzt zwar ein anderer auch nicht, aber das Bild ist, jemand, der schuldig ist, kann ja nicht den Platz einnehmen eines anderen Schuldigen. Und da muss jemand Unschuldiges her.
Das ist ein gutes Beispiel, ja. Da sind wir schon mittendrin. Unsere Lektion ist in dieser Woche überschrieben mit Jesus, das vollkommene Opfer. Und wir wollen da hineintauchen und schauen, was es so besonders macht. Schlag mal auf, Hebräer Kapitel 9. Und ja, vielleicht, Esther, darf ich dich gleich bitten, dass du beginnst, dass du die ersten 5 Verse liest. Ich möchte einfach mit euch hier Abschnitt für Abschnitt durchgehen und dann schauen wir, was wir herausfinden können. Es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Mhm, dankeschön. Paulus erinnert uns hier einfach an dieses Bild, das wir sicher alle kennen aus der Kindersabbatschule, aus Menschen in Gottes Hand. Ja, überall gibt es so Illustrationen. Fällt euch etwas auf, wo hier ein kleiner Unterschied ist zu dem Bild, das wir sonst immer haben? Ja, der Räucheraltar, der eigentlich in jeglicher Illustration vor dem Vorhang steht und nicht dahinter. Genau. Und hier platziert ihn Paulus in das Allerheiligste hinein. Wir wissen aber von den Beschreibungen vom Alten Testament, dass der Räucheraltar vor dem Vorhang war. Nicht zuletzt, weil ja auch der Priester die Aufgabe hatte, dass dort das Feuer immer brennt oder die Kohlen zumindest immer glühen, ja, und immer Weihrauch verbrannt wird und die Stiftshütte immer erfüllt bleibt von diesem Duft. Was könnte also der Grund dafür sein, dass hier der Räucheraltar hinter den zweiten Vorhang gesetzt wird? Zur Bundeslade dazu. Ich meine, wie hätte dieser tägliche Dienst verrichtet werden können, ja? Wenn der Räucheraltar hinter dem Vorhang gewesen wäre, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein durfte. Was ich hier interessant finde, der Räucheraltar, das Rauchen auf dem Räucheraltar symbolisiert ja die Gebete, die aufsteigen. Und das finde ich sehr interessant, dass die Gebete und das Gesetz, was in der Bundeslade drin liegt, dass das so eng beieinander liegt. Und dass quasi du ohne das Gesetz, das funktioniert so irgendwie beides nicht. Ohne das Gesetz, die Gebete um Vergebung zu bitten. Für was bittest du um Vergebung, wenn du kein Gesetz hast? Dann kannst du ja gar kein Gesetz übertreten. Und wenn du aber ein Gesetz hast und nicht irgendwie, weil Gott ja weiß, dass wir Menschen sündig sind, nicht irgendwie eine Krücke geschaffen hast, wie das Ganze wieder in Ordnung gebracht werden kann, dann macht ja das Gesetz auch irgendwo dann keinen Sinn. Dann hätten wir einen rachsüchtigen Gott, der nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen. Ich finde das Bild eigentlich richtig schön, wo ich jetzt gerade darüber nachdenke. Ein Hohepriester war der Einzige, der ins Allerheiligste durfte. Und was es für ein Vorrecht ist, dass ich mit meinen Gebeten bis zum Thron Gottes komme. Also es kommt ja sonst niemand rein. Aber meine Gebete, die ich zu Gott bringe, die schaffen es bis ins Allerheiligste. Und das ist, finde ich, jetzt auch gerade für heute so relevant, wenn ich merke, das ist jetzt nicht, mein Gebet geht nicht nur zur Decke, es geht bis in den Thronsaal Gottes, wo Gott dann auch mein Anliegen annehmen kann und am besten darauf reagieren kann. Es geht nicht zu irgendeinem Priester, es geht tatsächlich zum Thron Gottes. Das ist wirklich schön. Also das hat mich hier auch fasziniert, ja? Denn der einzige Weg, wie der Räucheraltar ins Allerheiligste kommen kann, ist eben durch den Weihrauch, ja? Durch die Gebete. Und da ist mir auch so bewusst geworden,
das war auch damals schon so. Ja, dieser Weihrauch, der kam jeden Tag vor den Gnadenthron. Das heißt, dieses Symbol für die Gebete, das war eben nicht nur einmal im Jahr bei der Bundeslade, sondern diese persönliche Verbindung, die ständig da war. Dieses Feuer durfte nie ausgehen. Die Kohlen mussten immer glühen und diesen Weihrauch verbrennen, Tag und Nacht. Das heißt, wir sind wirklich Tag und Nacht verbunden. Und wie du sagst, ja, egal ob wir im Keller sitzen und da ganz viel Beton dazwischen ist, unser Gebet ist in weniger als einer Sekunde im Thronsaal drin. Also ich finde das auch faszinierend. Ich habe jetzt das ganz interessant gefunden, was du gesagt hast, mit den Gebeten und dem Gesetz. Mhm. Ja, dass im Prinzip ja die Bundeslade so dieses Allerheiligste, das, wo man nie rankommt. Und es ist ja auch so, wir Menschen kommen ja auch da nicht an diesen Entwurf des Gesetzes heran mit unserem sündigen Nichtsein sozusagen. Aber durch unsere Verbindung mit Jesus ist das alles diese Einheit und wird dieses Gesetz erreicht irgendwie auch oder erreicht uns das und findet vor Gott auch diese Gnade. Ja, das ist so spannend, weil der Rauch kommt zuerst zum Gnadenthron, der ja über dem Gesetz steht. Das heißt, die Gnade, die liegt immer oben drauf. Ja, ich finde es auch ganz schön, dass er das noch einmal uns hier ins Gedächtnis ruft. Aber er will nicht zu sehr ins Detail gehen, sagt, wir reden jetzt nicht im Einzelnen davon. Deshalb gehen wir auch jetzt gleich weiter. Und vielleicht, Christian, kannst du 6-10 lesen? Da nun solches so eingerichtet war, gingen die Priester allezeit in die vordere Hütte und richteten den Gottesdienst aus. In die andere Hütte aber ging nur einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er opferte für sich selbst und des Volkes unwissentliche Sünden. Damit tat der Heilige Geist kund, dass noch nicht offenbart sei der Weg zum Heiligen, solange die vordere Hütte stünde. Sie ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer geopfert, die doch nicht können im Gewissen vollkommen machen den, der da Gottesdienst tut. Es sind nur Satzungen äußerlicher Heiligkeit über Speise und Trank und mancherlei Waschungen, die auferlegt sind bis auf die Zeit, da die richtige Ordnung kommt. Woran erinnert er uns in diesem Abschnitt jetzt? Also die ersten 5 Verse, da ging es um die Stiftshütte und den Aufbau. Was haben wir jetzt in diesen nächsten 5 Versen? Wenn ihr 6 und 7 anschaut zum Beispiel. Dass es da im Prinzip ja diese zwei Bereiche gibt, dieses tägliche und eben dieses jährliche sozusagen einmal im Jahr. Und dass es auch irgendwie verschiedene Funktionen hat. Genau, diese zwei Phasen ja, im Heiligtumsdienst, genau. Was ich so interessant finde, in Vers 6 schreibt er davon, dass die Priester alle Zeit in das vordere Zelt gehen können zur Verrichtung des Gottesdienstes. Und dass der hohe Priester, der in das Allerheilige geht, dass er erstmal für sich selbst und dann für die Verehrungen des Volkes eben das Blut hineinbringt. Das finde ich sehr interessant, eben das ist der große Unterschied zum Hohepriester Jesus. Er braucht nicht erstmal für seine Sünden vor Gott irgendwie Blut darbringen, sondern er kann sofort für uns einstehen. Anders als der Hohepriester hier. Und ja, nach der Stiftshütte als solchen geht er in diesen Versen auch ein bisschen auf den Dienst, der dort passiert, ein. Und er bereitet auch, wenn man sich so die Worte anguckt, das vor, was er dann später noch näher ausführen wird. Also er spricht vom Heiligen Geist, das kommt später nochmal. Er spricht das Gewissen an. Und das sind alles Dinge, auf die er später nochmal auch dann, was den Dienst Jesu betrifft, eingehen wird. Also sehr spannend, was er hier schon eigentlich in das Irdische hineinpackt, ja? Wo er sagt, das konnte er aber noch nicht vollkommen machen. Ja?
Ja, schauen wir weiter, denn jetzt kommt ja zu diesem großen Unterschied im Opfer, das Jesus gebracht hat. Raphael, würdest du mal 11 bis 15 lesen, bitte? Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh und die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Den Vers 15 noch. Und darum ist der Mittler eines neuen Bundes, damit da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Dankeschön. Also jetzt haben wir hier schon eine Gegenüberstellung. Noch einmal ganz kurz, weil es hier wieder kommt, im Vers 7 war ja noch interessant, der Hohepriester durfte ohne Blut nicht hinein. Ja? Und du hast schon richtig gesagt, zuerst für sich selbst und dann fürs Volk. Jesus hat nur einmal sein Blut darbringen müssen und darf jetzt im Heiligtum sein. Er muss nicht immer wieder Blut mitnehmen, wenn er da herumgeht oder was tut, ja, wenn er seinen Dienst für uns tut. Ein für alle Mal. Was seht ihr jetzt da in Vers 14 und 15 für Gegensätze? Hier steht, es beginnt in Vers 14 bei mir, wie viel mehr, ja, wird das Blut des Christus? Was haben wir jetzt da wieder für Schlagworte drin? Du hast schon vorher welche rausgearbeitet, Christian. Was haben wir da jetzt schon wieder, was wird so wieder genannt? Was gehört alles noch dazu? Oder was macht das Opfer alles noch für uns? Na, du hast das Blut. Ja. Und dann eben das makellose Opfer. Mhm. Also eben sauber, makellos. Ja. Und reinigen von den toten Werken. Also im Prinzip das Reinigen und das Makellos steht gegen Blut und Tod. Das ist unglaublich, oder? Und wie kann denn Jesu Opfer, das so makellos ist, unser Gewissen reinigen von toten Werken? Also da bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert. Für uns sind doch die Werke oft, es ist das, was wir tun. Und wir setzen das so oft in Gegensatz zum Gewissen. Sagen, ja, das ist eine Gewissensfrage, nicht werksgerecht, sondern wir arbeiten mit unserem Gewissen. Ja. Wie kann das Gewissen von toten Werken gereinigt werden? Durch das makellose Opfer. Und dann haben wir hier noch eben ein Stichwort, durch den ewigen Geist. Da haben wir den Heiligen Geist wieder drin. Das ist so spannend. Ja. Wie hängt das alles zusammen? Aber ich denke, der Punkt, den er hier machen will, ist eben, dass im Alten Testament diese äußerliche Reinigung erfolgt ist. Und während Christus eben die innere Reinigung vollbracht hat. Und die führt eben zur Veränderung des Wesens. Und darum kann auch das Wissen gereinigt werden. Das ist dieser Gedanke der Umkehr und der Veränderung, Buße und ein neues Leben, Wiedergeburt. Das steckt hier drin mit dieser Änderung des Gewissens, dass das Gewissen auf einmal eine ganz neue Ausrichtung erfährt. Andere Dinge sind wichtig. Das, was man vorher, wo man kein schlechtes Gewissen hatte, da hat man auf einmal den Blick dafür, dass es nicht gut ist, das zu tun. Und man lässt es dann auch. Ich finde es auch interessant, schön, dass es hier steht in Vers 14, eben das Gewissen soll gereinigt werden von den toten Werken, damit man dem lebendigen Gott dienen kann. Also bevor das Gewissen von den toten Werken nicht gereinigt ist, kannst du gar nicht Gott dienen offensichtlich. Mhm. Und ich finde interessant, dass die Werke, ich meine, die Bibel spricht von guten und von nicht guten Werken, aber dass hier die Werke gar nicht gut sein können, sondern sie sind eigentlich nur tot. Ja. Ja, und das Dienen Gottes impliziert es dann vielleicht, dass man auch Werke tut, aber es ist trotzdem interessant, dass das Opfer Jesu
unsere Werke, sind sie jetzt gut oder schlecht, lassen wir es mal dahingestellt, sie sind eigentlich tot im Lichte des Opfers Jesu. Ja. Und dass eigentlich nur das Opfer uns reinigt und nicht unsere Werke. Ja. Also ich habe den Eindruck hier, dass Werke irgendwie nicht negativ oder positiv steht, sondern einfach nicht so wichtig. Sie sind tot. Ja. Und ich finde auch noch den Gegensatz schön, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Er hat sich zwar geopfert für uns, aber er ist nicht tot, er ist lebendig. Ja? Das merkt man auch, die ganzen Apostel, das haben sie ja verkündigt, dass Jesus ja wieder auferstanden war. Ja. Das war zentral, weil ein toten Gott, der nicht mehr auferstanden ist, da wäre alle Hoffnung dahin, dass es auch eine Auferstehung für uns geben könnte. Also das ist so schön. Es geht bei mir dann weiter im Vers 15, ja, genau. Nämlich dieses, die Erlösung, ja, ist ja auch so ein ganz starkes, positives Wort. Mhm. Die Lösung auch der Probleme steckt ja in diesem Wort drin, Lösung. Und dann das verheißene ewige Erbe. Das heißt, das, was da gemacht wird, ist auch noch zeitlich unbegrenzt. Also weist uns in die Ewigkeit. Schon gewaltig, oder? Was in so zwei Versen alles drinstecken kann. Ja, er ist der Mittler eines neuen Bundes, steht da in Vers 15. Damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, wir eben das ewige Erbe haben können. Tod und Bund begegnet uns in der Bibel zum ersten Mal eigentlich bei Abraham. Nicht ganz zum ersten Mal, aber nicht so explizit. Natürlich wissen wir, dass Adam schon geopfert hat, ja, und Noah hat geopfert und dann kam dieses Bundesversprechen. Aber bei Abraham, da war das noch ein ganz besonderes Ritual. Und da bitte ich euch, dass wir kurz in den 1. Mose nach vorblättern, ins Kapitel 15, weil uns das helfen kann, zu verstehen, was jetzt dann noch kommt. Eigentlich beginnt die ganze Bundesgeschichte im Vers 6. Ja, vielleicht lesen wir es kurz, Agnesa. Magst du das? Lies einfach mal von 6 bis 21. Es sind kurze Verse. Okay. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenesiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Peresiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. Dankeschön. Also unter Salomos Herrschaft hat sich das dann wirklich auch erfüllt. Und da steht extra nochmal: vom Strom Ägyptens bis zum Euphratstrom. Da hat Gott das alles gemacht für sie.
Was war da jetzt bei diesem Bundesschluss, naja, für uns interessant und außergewöhnlich? Damals war das ja offenbar gängige Praxis. Wir unterschreiben und stempeln ab, aber damals ging es anders zu. Ja, der Schreiber der Lektion weist darauf hin, dass man eben zwischen diesen Tieren, die dort an zwei Seiten aufgestellt wurden, hindurchging und dadurch auch bekräftigt hat, dass man den Bund halten will, beziehungsweise wenn man den Bund bricht, dass dadurch dann auch wiederum ein Fluch auf einem lastet oder ein Fluch auf einen kommen kann. Und Gott endet ja seine Rede in Vers 16 und dann kommt eben diese Feuerflamme, das heißt, Gott bekennt sich zu diesem Bund durch diese Handlung, die er vom Himmel schickt. Ich weiß noch, bei mir im Theologiestudium, das war mein erstes Jahr und wir sollten die ersten 5 Bücher Mose durchlesen und ich bin an diese Geschichte gestoßen und ich habe mir gleich gefragt, was in aller Welt, also irgendwie, das ist so eine komische Geschichte, wenn man es so anschaut und es hat mich gleich fasziniert, ich wollte mich richtig hineintigern und habe halt viel recherchiert darüber und es ist tatsächlich spannend, das war ja früher so, dass man so Verträge abgeschlossen hat, man hat die Tiere geteilt, auf die Seite gestellt und da sind normalerweise beide Parteien durchgegangen und es wurde sozusagen ein Vertrag abgeschlossen, wenn ich mich nicht dran halte, dann soll das Gleiche mit mir passieren, was mit diesen Tieren passiert. Und wo ich das dann verstanden habe, war das für mich so genial, weil hier geht es ja eigentlich in dem Kontext mit Abraham um die Zukunft, um sein Nachkommen, um eigentlich das, was weiter mit seiner Familie passiert. Und hier wird versprochen, ich werde auf jeden Fall all das einhalten. Und wenn ich nicht mich dran einhalte, ich als Gott bin bereit dafür zu sterben. So sicher ist meine Verheißung. Und ich finde das so genial, weil durch die gesamte Bibel hindurch gibt es ja Verheißungen, die Gott gibt. Und ich sehe das immer mit diesem Licht, dass Gott das so verspricht, dass wenn er diese Verheißung, dieses Versprechen nicht einhält, dann wäre er tatsächlich bereit, auch sein Leben ein für alle Mal auch endgültig zu beenden. Aber wenn Gott was verspricht, dann hält er es auch ein. Und das macht es noch mal genialer, dass wir, die wir den Vertrag, den Bund nicht einhalten und sterben müssten, trotzdem nicht dieses endgültige Auslöschen erleben müssen, weil er doppelt stirbt, kann ich ja nicht sagen, ja? Aber eigentlich sagt er, ich bin bereit, mein Leben zu geben, wenn ich das breche. Da bürgt er schon mit seinem Leben. Und dann gibt es auch wirklich noch, weil wir den Bund brechen. Also das. Und das ist ja eigentlich sogar überhaupt die gesamte Erlösungsgeschichte, weil das ist ja der Vertrag, also wir Menschen leben ja in Beziehung mit Gott und Adam und Eva haben ja diesen Vertrag gebrochen und jetzt muss jemand sterben dafür. Und statt dass wir den Preis zahlen oder dass Adam und Eva oder wer auch immer, tut ja Gott eine Lösung suchen und daher muss halt auch sein Sohn sterben. Aber es ist eine Lösung da und ich finde das so genial, dass Gott so weit geht. Ja, es ist wirklich. Ich finde es so schön, dass es hier wir ganz genau wissen können, dass wenn Gott mit dir einen Bund schließt, es ist nicht so, dass Gott dann sagt, ach ja, 2 Wochen später, weißt du was, ich habe es mir doch anders überlegt, das funktioniert mit dir nicht. Es ist was Beständiges und das soll uns auch zur Beständigkeit aufrufen. Es geht hier tatsächlich um Leben und Tod und heute leben wir in einer sehr unverbindlichen Zeit. Was sind denn die Verträge schon wert? Im Prinzip gar nichts. Wie heißt der gute Spruch? Das Papier ist geduldig. Es gibt ja im Prinzip gar nichts mehr, was wirklich verbindend ist. Und ein Vertrag wird dafür geschlossen, damit er wieder gelöst werden kann. Und es gibt haufenweise Klauseln, wie man wieder rauskommt. Und da, in diesem Vertrag, gibt es keine Klauseln. Das stimmt. Blättern wir wieder zurück in unseren Hebräerbrief und lesen wir dort weiter. Denn jetzt geht es ja weiter um den Bund oder das Testament. Vers 16 bis 22. Esther, du wärst wieder an der Reihe. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündigt worden war,
nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk. Wobei er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut. Und Vers 22 und noch? Fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Dankeschön. Also jetzt baut er das schön auf. Das ist ja bei uns auch noch so, dass wenn jemand ein Testament macht, es erst in Kraft tritt, wenn derjenige stirbt. Und er baut das auf und kommt dann zu diesem Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Was würdet ihr einem jungen Menschen sagen, der sagt, es ist aber blutrünstig? Warum geht das nicht auch mit einem Papiervertrag? Warum braucht es für die Vergebung Blutvergießen? Naja, es ist ja interessant, dass es ja auch so einen Widerstand stoßt, weil das zeigt ja auch, dass die Person von sich aus sagt, das ist ja eigentlich schrecklich. Das ist ja schlimm, dass dafür mit Blut gezahlt werden muss. Und ich glaube, das ist aber auch das, was ja Gott uns ja auch zeigen möchte, ist, wie gravierend Sünde ist, wie schwerwiegend die Folgen auch sind. Ich meine, es ist ja nicht einfach so, dass man jetzt ein bisschen Geld irgendwas zahlen muss. Da muss ein unschuldiges Wesen, damals im Alten Testament die Tiere, die nichts dafür konnten, jetzt dann hier Gott, der selbst sein Leben hergibt, jemand Unschuldiges muss sterben, damit der Preis bezahlt wird. Das zeigt, wie gravierend Sünde ist. Und du hast ja vorher auf diesen großen Kampf dahinter hingewiesen. Das Blut ist ja jetzt, also wenn es jetzt nur Gott gäbe und uns und Gott, dann wäre das ja gar nicht so ein Thema. Ja? Aber es gibt ja da die Diskussion zwischen Gott und seinem Gegner und die Frage der Loyalität und so weiter. Das heißt, wenn ich falle, ja, sozusagen, dann muss das irgendwie wieder gut gemacht werden, weil sonst der andere da ist und sagt, hey, was ist da los? Ja, also diese Blutforderung, weil du sagst, wie erklärt man das? Mhm. Die Blutforderung kommt ja gar nicht aus Gott heraus jetzt. Ja? Also für mich ist das ein Resultat von diesem großen Kampf. Ja? Leben, nicht leben? Ich meine, vor allen Dingen ist das Blut ist etwas Endgültiges. Du kannst nicht dir das wieder gut machen, indem du irgendwas dafür abgeleistet hast. Wenn du das Schaf in die Kehle durchgeschnitten hast, dann ist es was Schlimmes. Du kannst nicht irgendwie das wieder reanimieren oder wieder. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns wirklich auch bewusst sein muss, wie schlimm tatsächlich Sünde ist. Und so wie du gesagt hast, eben weil es einen Widersacher gibt, weil es einen Verkläger gibt, der ständig daran interessiert ist, uns vor Gott zu verklagen, sind wir uns dessen gar nicht bewusst, weil wir sehr oft davon sprechen, dass Gott uns immer annimmt. Natürlich will er uns Gott immer annehmen, aber irgendwann mal ist die Wand zwischen uns und Gott so riesig, so endgültig, dass es gar nicht mehr anders geht. Und das soll uns das bewusst machen, dass jede Sünde die letzte sein kann. Jede Sünde kann so endgültig sein, dass es keinen Weg zurück mehr gibt. Und deswegen kann es nur mit Blut gesühnt werden und mit nichts anderem. Also wir sind jetzt schon mittendrin darin, was das Kreuz, was dieser stellvertretende Tod von Jesus auch über Gottes Charakter aussagt. Und ich habe jetzt hier drei Gs für euch. Aber keine Angst, nicht die, die wir aus den Medien kennen. Gerechtigkeit, Gnade und Gesetz. Und mich würde jetzt interessieren, wie diese drei Begriffe und das, wofür sie stehen, für euch, wie sie zusammenhängen, Gnade, Gesetz, die Gerechtigkeit Gottes, wie hängen die zusammen und wie findet ihr sie im Kreuz Jesu wieder, im Tod Jesu? Schon eine ganz komplexe Frage. Ja, ja. Ich fange vielleicht mal mit Gesetz an. Leg also, sie mal hier auf. Ich finde, das Gesetz ist ja eigentlich ein spiegelt ja Gottes Charakter wider. Es zeigt, was ihm wichtig ist. Und er macht eigentlich von Anfang an klar, das ist ja da bei Adam und Eva, da ist nur ein Baum
von diesem Baum sollen sie halt nicht essen. Das schließt so quasi das gesamte Gesetz dann eigentlich schon zusammen. Es geht um die Loyalität zu Gott. Und die Menschen haben halt gesündigt und haben gegen diesen Gesetz gesündigt. Und dadurch gibt es auch ein Schuld, was auch bezahlt werden muss für das Brechen dieses Gesetzes. Und dann kommt jetzt dann die Gerechtigkeit und Gnade ins Spiel. Die Gnade, weil Gott ja am liebsten den Menschen retten möchte, kann aber das Gesetz nicht einfach auf die Seite schieben. Und dann ist die große Frage, wie funktioniert dann das mit Gerechtigkeit? Wie kann Gott gerecht sein, wenn er sein Gesetz folgen möchte und auch noch gnädig sein muss, aber das Gesetz eigentlich den Tod verlangt? Und dadurch sehen wir es ja auch am Kreuz, weil das ja alles verlangt wurde. Es musste jemand sterben und Jesus zahlt dann schlussendlich auch den Preis. Und das ist, was ja in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Er ist treu und gerecht, dass er gnädig ist. Also die Gnade ist die Erfüllung seiner Gerechtigkeit. Warum Gerechtigkeit? Weil eben durch seinen Tod diese Balance erreicht wird. Aber ich finde das sehr interessant mit dem Gesetz und der Gerechtigkeit. Gäbe es das Gesetz und Gottes Anspruch auf Gerechtigkeit nicht, hätte es ja gar kein Kreuz gebraucht. Und weil Gott ein Gesetz hat, ein ewig gültiges Gesetz, weil Gott ein Gott der Ordnung ist und Gott absolut gerecht ist. Du kannst nicht sagen, Gott ist unfair, weil er dann jemanden bevorzugt oder so. Das kann auch der Teufel nicht sagen, dass Gott ungerecht ist. Musste das Kreuz sein, weil Gott gnädig ist? Das ist ja das Absurde. Das ist nur jetzt Klammer auf und wieder Klammer zu. Wenn das Gesetz ans Kreuz genagelt sein soll, ja, dann braucht es das Kreuz nicht. Weil wenn ich die Forderung des Gesetzes nicht mehr habe und das Gesetz jetzt nicht mehr gültig wäre, ja, wieso hätte Jesus sterben müssen, um es zu erfüllen? Es ist ja so, wenn du eins von diesen Gs wegnimmst, funktioniert das Ganze nicht mehr. Ja. Es muss alles, also die Gerechtigkeit, die Gnade, das Gesetz, die spielen zusammen. Und wenn du eins wegnimmst, funktioniert das nicht mehr. Es ist so spannend, weil man so oft versucht, eins gegen das andere auszuspielen und es geht eben nicht. Wunderbar. Lesen wir noch die letzten Verse von Hebräer 9. Christian, magst du den Vers 22 nochmal mit dazu nehmen, das man haben, und dann bis 28? Denn nach dem Gesetz wird fast alles mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Es mussten also die Abbilder der himmlischen Dinge so gereinigt werden. Aber sie selbst, die himmlischen Dinge, müssen bessere Opfer haben, als jene waren. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, das mit Händen gemacht ist, welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, damit er sich oftmals opfere, gleich wie der Hohepriester alle Jahre in das Heilige geht mit fremdem Blut. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt her. Nun aber am Ende der Zeiten ist er einmal erschienen, durch sein Eigenopfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Eigentlich fasst er hier nochmal alles zusammen, was wir schon besprochen haben, was er vorher herausgearbeitet hat, diesen Gegensatz wieder vom Heiligtum auf der Erde, vom irdischen Heiligtum, das von Menschenhänden gemacht wurde, und vom himmlischen, vom wahren Heiligtum, wo Jesus nur einmal sein vollkommenes Opfer darbringen musste. Jetzt blättern wir noch einmal um und lesen vom Kapitel 10, die Verse 10 bis 18 dazu, um diesen Gedanken noch abzurunden. Würdest du das machen, Raphael? Gerne. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße.
Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tage, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünden mehr. Wir eine viel vollkommenere Vergebung haben und wir die Opfer nicht mehr bringen müssen. Jetzt haben wir noch drei Worte, die wir zum Abschluss noch beleuchten können. Das sind jetzt drei H's, nicht drei G's. Schon sympathischer. Die kommen in diesem Abschnitt vor. Wir haben nochmal das Heiligtum, jetzt verbunden mit der Heiligung und dem Heiligen Geist. Wie hängt für euch jetzt die persönliche Heiligung durch den Heiligen Geist mit dem Heiligtum zusammen und mit den drei Gs, die wir vorher so ausführlich besprochen haben? Wie hat das vollkommene Opfer Jesu uns auch Heiligung gebracht? Wenn ihr anschaut, Vers 14, der fasziniert mich, mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Was ist im Opfertod Jesu noch alles drin? Weil unsere Zeit jetzt abgelaufen ist, möchte ich das gerne als Schlussrunde machen. Vielleicht kann jeder so ein kurzes Statement geben, was bedeutet der Opfertod Jesu für mich? Wo du gerade diesen Text zitiert hast, Vers 14, mit einem Opfer hat er vollendet. Also im Gedanken der Vollendung ist immer auch der Gedanke des Ziels mit drin, dass man am Ziel, ans Ziel ankommt oder am Ziel angekommen ist. Und das ist das, was mir eigentlich so wichtig ist, dass also Christus die Voraussetzung geschaffen hat, dass ich ans Ziel ankommen kann, dass ich bei Gott sein kann. Und das ist einfach eine tolle Perspektive. Sehr schön. Und dass diese Heiligung, meine Heiligung, durch den Heiligen Geist passiert. Das bezeugt der Heilige Geist und eben nicht meine Werke sind oder das, was ich bringe, sondern was Gott durch mich macht. Und dass mein ganzes Leben durch das, was das Heiligtum symbolisiert, in dieser Gnade getragen ist. Dass Gott meine Sünden nimmt und dass er mich da weiterbringt. So schön. Was ich so interessant finde, ist in Vers 16, da sagt Gott selbst, ich will mein Gesetz in ihre Herzen geben und sie in ihren Sinn schreiben. Und das bedeutet für mich die Heiligung. Das ist die, vorher wird eben vom Heiligen Geist gesprochen, ja, dass der Heilige Geist mir dabei helfen wird, das tatsächlich umzusetzen, dass mein Herz so ist, dass Gott sein Gesetz in mein Herz reinschreiben kann. Und dann in Vers 17 sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Und das bedeutet auch für mich, dass ich durch den Heiligen Geist so weit kommen kann in meinem Leben, dass ich das nicht mehr tun möchte, also dass ich die Gesetzlosigkeit nicht mehr tun möchte. Sehr schön. Das Kreuz bedeutet für mich so einen Neuanfang. Da spielt für mich die Rechtfertigung eine große Rolle, denn all das Alte von mir ist jetzt vergangen. Gott hat einen Neuanfang mit mir gestartet und ich finde das so was Schönes, weil das heißt ein Leben jetzt von Freiheit, weg von den alten Sünden, die einem lasten und die ständig mitgehen. Es ist jetzt ein Neuanfang, wo Gottes Gerechtigkeit, diese perfekte, also das Vollkommene, jetzt all das Schlechte von mir übermantelt. Ich bin jetzt vollkommen vor Gott und ich finde das so schön, dass da ein Neuanfang ist. Ich bin jetzt ein Kind Gottes und das ist einfach ein Aspekt, das ich am Kreuz liebe. Es ist so schön. Ich wünsche uns allen einfach, dass wir noch mehr erfüllt sein können von dieser Dankbarkeit dem Kreuz gegenüber, Jesus gegenüber. Und all dem, was er damit für uns getan hat und ja noch zur Vollendung bringt in uns. Christian, würdest du noch beten mit uns? Vater im Himmel, wir haben so einen inhaltsreichen
Text betrachtet und die Zeit hat bei weitem nicht ausgereicht, um in alle Tiefen einzusteigen. Aber die wichtigsten Gedanken, die haben wir doch mitgenommen und wir danken dir, dass du ein besseres Opfer gebracht hast als all das, was im Alten Testament und bis zu deinem Tod, Herr Jesus, gebracht werden konnte. Das ist eine ganz neue Qualität und dieses Opfer schafft eben nicht nur eine irdische Reinigung, sondern auch eine himmlische Reinigung und ermöglicht uns dadurch letztlich auch den Weg zu dir, Herr. Dafür möchten wir dir von Herzen danken, dass du hier nicht zu schade gewesen bist und nicht zu stolz gewesen bist, um diesen schweren Weg auf dich zu nehmen. Du hast den in Gehorsam und Konsequenz bis hin zu Ende gegangen und dafür gebührt dir unser Lob in Ewigkeit. Wir danken dir in deinem Namen, Herr, dass du das für uns getan hast. Amen. Amen.